Willkommen zurück zu einer neuen Folge Konarium. Heute wollen wir mal schauen, was sich hier hinter der Tür verbirgt. Oha. Oha, okay. Was? Hallo? Was passiert jetzt? Hallo? Was ist denn das für eine Fratze? Was? I knew it. All those years of extensive research have not been in vain. Here it is. Lying dormant and standing still beneath the eternally shifting sands of Rub al-Khali for who knows how many millennia. Okay. Jetzt bin ich wieder eine ganz andere Person. Brauche ich jetzt eine Axt, bitteschön? Da komme ich nicht hoch, okay. Ja, gut. Och nee, die Viecher werden nicht lebendig. Oh, bitte nicht. Oh. Die sehen schon so merkwürdig aus. The hallway seems like it was intentionally blocked with this ornate wall. And there are some primal writings inscribed on it. As far as I can tell, the text talks about a guardian, a formless, glistening, and reflectively iridescent black protoplasm. Okay. Able to mock and reflect all forms and organs. Ja, gut. Geh kaputt. Scheint wohl jetzt dieser verrückte Doktor, weiß ich nicht was da, hier dieser Faust zu sein. I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. Die sehen aber seltsam aus. Da ist etwas. Da ist ein blauer Kristall. Okay. Oh.
Okay. Was muss ich hier machen? Alles nach oben. Es geht nicht nach oben, okay. Gibt es irgendwo einen Hinweis? Das ist das gleiche Symbol. Ja. Das müsste dann das hier sein. Nee. Das hier. So. Auch falsch. Ich verstehe das nicht. War da was auf der Tafel abgebildet? I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. Ich verstehe das System von dem Rätsel gerade nicht so wirklich. Tagebuch mehr, in das ich lunzen kann. Warum besitze ich auf einmal kein Tagebuch mehr? Ah! Eine kreisförmige Steintafel mit größtenteils unleserlichen Symbolen darauf. Ein Symbol jedoch, das meiner Meinung nach das Sternbild des großen Hundes darstellt, ist mehrere Male vorhanden. Ich habe das Symbol im Notizbuch übertragen. Dann wäre das eigentlich oben. Und ach, hör doch auf zu wackeln.
Ich verstehe das nicht ganz. Oben 3, der Rest musste nach unten. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oben sind vier, das sind vier, sind achte, genau. Oder müssen die oberen nach unten? So. Ich verstehe das nicht ganz. Aber oben müssen doch drei hin. Ich verstehe das hier irgendwie nicht, das Rätsel. Ich werde mich, wir werden die Folge jetzt hier beenden. Ich werde mich mal im Internet schlau machen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.